Erythritol, Sorbitol, Mannitol, Glycerol, Aspartam, E951, Antioxidanz, PHA, Titandioxid, Acesulfam K, Acesulfam K, potenziell krebserregend, Komplex, Kupfer, Chlorophyll, Mannitol, Fumarinsäure, Sucralose, Butylhydro, Xanisol, krebserregend. Kaumasse. Woraus besteht denn Kaumasse? Sie besteht aus einem lebensmitteltauglichen Latex, wahrscheinlich auf Erdölbasis. Ein Großteil stammt von Goodyear. Wir bezogen unser Latex von Goodyear. Also das gleiche wie Autoreifen. Ja. "80.000 Kaugummikauer täglich, 20 Millionen Kaugummis jährlich und 55.000 Quadratkilometer Fläche. Es musste eine Lösung her. Hochdruckreiniger sind toll, aber teuer und nicht sehr effektiv." "Beim Spazierengehen sah ich eine Holzplatte an der Wand, auf der ein Kaugummi klebte. Vielleicht reiner Zufall. Aber ich dachte, wie wäre es mit einem organisierten Kaugummi-Recycling? Mit Plakaten als Kaugummifänger." "Die Anzahl der Kaugummis, die wir mithilfe unserer Kaugummiplakate bisher gesammelt haben, beträgt 200.000 in 4 Jahren. Das entspricht etwa 1.000 Kaugummis in der Woche. Das ist enorm. Und es gibt noch eine wichtige Zahl. Seit Beginn der Kampagne beobachten wir, dass nur noch 50% der Kaugummis auf den Bodenbelägen von Straßen oder Gehwegen landen." Lebendig mag moderner Kaugummi ja sein, aber natürlich ist er nicht. Er besteht aus synthetischen Polymeren und hat nichts mehr gemein mit der weichen Originalmasse, wie man sie im mexikanischen Urwald in Yucatan findet. Hier entdeckten die Maya den Saft mit dem schönen Namen Chicle. Ursprünglich war Kaugummi Männersache. Ohne diese Helden des Urwalds, die Chicleros, hätte es ihn nie gegeben. Sie gewannen das Chicle aus dem Breiapfelbaum, dem die Maya magische Kräfte zuschrieben. Das weiße Gold der Chicleros zog seine Kreise bald über die Grenzen hinaus und ließ in den USA eine ganz neue Industrie entstehen. 1879 verkaufte Santa Anna, Mexikos Ex-Präsident im New Yorker Exil, Chicle an den Lebensmittelhändler Thomas Adams. In Mexiko nahmen die Chicleros ihr Schicksal selbst in die Hand. Sie gründeten ihre eigene Kaugummimarke und kontrollieren so den Herstellungsprozess vom biologischen Chicle aus dem Urwald bis in die Mundhöhle des Verbrauchers. Ja.
Chicsa ist nicht nur eine Marke. Das Consorcio Chiclero ist kein Unternehmen. Wir sind eine Kooperative. Unser Konzept basiert auf Ökologie und Solidarität. Außerdem wollen wir ein gesundes Produkt verkaufen, das zu unserer Ideologie und zu diesen Vorzügen passt. Wir wollen, dass es dem Verbraucher gut geht. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass wir das Konsumproblem der Welt lösen werden. Die Leute werden weiterhin konsumieren, was sie wollen, egal ob synthetisch oder biologisch. Diese Macht haben wir nicht. Die Entscheidung liegt beim Endverbraucher. Der Siegeszug des Kaugummis begann hier, in diesen Dörfern, mit dem Chicler. Heute gehört die Zukunft wieder diesem Rohstoff. Und die jungen Generationen müssen entscheiden, ob sie es für sich neu entdecken. Sie. 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 S